Hallo und herzlich willkommen zum Thema exotische Pflanzen und andere vermehren und vor allen Dingen, wie es weitergeht. Wir hatten vor etwa, ja, wann, wie lange ist das her? 8, 9, 10 Tagen ungefähr, hatten wir von der Granadilla Stecklinge geschnitten. Und dort hat sich schon was getan, das zeige ich euch gleich in der Aufnahme. Und hier ist die Granadilla, die wir dann umgetopft hatten. Sie stand ja in so einem kleinen Pöttchen das ganze Jahr über. Und ja, sie ist mittlerweile auch wieder am Wachsen, steht am hellen Fenster, ohne Zusatzlicht. Und das funktioniert wunderbar. Dann haben wir jetzt von der Maracuja gestern auch Stecklinge geschnitten. Die habe ich jetzt hier ins Wasserglas gestellt, nur um das mal zu zeigen, dass wir das nicht vergessen. Und dann bin ich jetzt noch überlegen, die Ananas. Papa. Ja, Melodie. Papa. Der Papa ist da, ja. Papa. Ja. Die Ananas. Ich würde sie so gerne jetzt ehrlich gesagt probieren und dort hineinschauen, wie das aussieht und auch die Ananas wieder vermehren. Und bitteschön. Wartet ja schon so lange drauf. Und ja, ich bin noch im Zweifel. Machen wir es nicht. Ich werde es mir jetzt im Laufe des Films nochmal überlegen, für und wieder abwägen. Eigentlich ist ja so, wenn wir sie jetzt hier dran lassen, irgendwann fängt die an zu gammeln. Und wie in einem Kommentar geschrieben wurde, irgendwann knickt das ganze Ding einfach ab, fällt um und damit hat sich die Kiste. Von daher macht das eigentlich gar nicht so viel Sinn. Und ich bin unheimlich neugierig. Ich würde so gerne sie probieren und tatsächlich sie vermehren auch nochmal. Dankeschön, das kommt im Müll. Und ja, ich bin überlegen, auch machen wir es nicht. Ich nehme jetzt noch ein bisschen Zeit dafür und werde das dann nachher filmen, wenn die Melodie dann im Bett ist. Aber ein bisschen Zeit haben wir noch, ne? Lecker, ne? Nee, schön hier bleiben. Nicht weglaufen. Ja. Nee, nicht weglaufen. Schön hier bleiben. Ja, ich würde sagen, ich mache jetzt eine Pause, mache mir noch viele Gedanken, was wir uns heute noch so angucken können. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Ja, das ist Müll. Das ist Müll. Das kommt weg. Das ist Müll. Ja, würde ich sagen, bis gleich. Winke, winke. Ciao, ciao. Ach, du süße Maus. Ciao, ciao. Hier im Wasserglas stehen die Granadilla und die werden wir jetzt mal gemeinsam herausholen. Die stehen im destilliertem Wasser. Das heißt, heute Morgen habe ich etwas nachgefüllt, Leitungswasser, da ich kein destilliertes Wasser mehr hatte. Und ja, ich glaube, man kann es so schon sehr gut erkennen. Hier ist tatsächlich ein Steckling, der schon eine Wurzel macht. Also das ging dann jetzt doch recht schnell. Und ich bin mal gespannt, wie das dann bei dem Maracuja läuft, ob das auch genauso schnell geht. Oder etwas länger geht. Auf jeden Fall können wir aus den Granadilla uns schöne Stecklinge heranziehen und somit dann natürlich auch neue Pflanzen. Und ich zeige euch jetzt noch mal kurz die, was war das? Muss gerade überlegen, Kapok. War das Kapok? Ich glaube ja. Kapok. Den hatten wir ja zurückgeschnitten und spaßeshalber einfach mal ins Wasser gestellt, auch hier im destillierten Wasser. Ja, also das sieht richtig cool schon aus. Allerdings einpflanzen können wir den jetzt noch nicht, da wir hier zu viel Grünmasse haben. Das würde die Pflanze noch nicht schaffen, beziehungsweise die Wurzeln würden das nicht schaffen, die Pflanze zu versorgen. Von daher werden wir ihn weiter erstmal im Wasser kultivieren und mal gucken, wie das Ganze sich dann weiterentwickelt. Das sieht richtig, richtig geil aus. Tja, mit manchen Pflanzen geht es einfach so mal ganz schnell und andere Pflanzen brauchen dann etwas länger. Der Kapok. Bei der Gelegenheit schauen wir uns auch nochmal den feigen Steckling an. Das war ja ein ganz weicher Trieb oben. Er sieht frisch aus, grün aus. Allerdings, sorry, musste ich den unten einmal nachschneiden, weil der untere Teil verfault war. Und man kann, glaube ich, ganz gut erkennen. Auch hier sieht man schon so weiße kleine Stippen. Also auch hier ist was in Bewegung. Wachstum. Ich denke mal, dass das tatsächlich schaffen könnte. Das war ja damals fraglich, ob solch ein weicher Steckling, Kopfsteckling tatsächlich auch bewurzeln kann. Aber so wie es ausschaut, mit etwas Geduld scheint das dann auch zu gehen. Ich weiß gerade nicht, wie lange das jetzt her ist. Müsste ich gleich mal nachgucken. Auf jeden Fall, ja, auch mit dem feigen Steckling ist es tatsächlich so, dass man die scheinbar auch durch weiche Kopfstecklinge vermehren kann im Wasser. Ja, nein, ja, nein, ja, nein, ja, nein, ja, nein, ja, nein. Nach dem ganzen Hin und Her, machen, nicht machen, doch, wir machen es jetzt ganz einfach. Jetzt natürlich die Frage, schneiden wir sie ab oder drehen wir sie ab oder knicken wir sie ab oder wie auch immer. Es ist das erste Mal, dass wir jetzt eine Ananas derart hier haben und ja, ich werde auf jeden Fall nächstes Jahr mir noch ein paar besorgen, um einfach mehr Erfahrung zu sammeln. Wir werden jetzt versuchen, ihn abzubrechen. Gucken, ob das so funktioniert, ohne dass ich mich hier piekse. Zack, och, das ging aber schnell.
Ja, im Klartext, wir haben jetzt eine kleine Baby-Ananas, die wir auch vermehren können, was wir jetzt natürlich als allererstes machen. Ich bin mal gespannt, ob die Frucht wirklich reif ist, und Pech haben, ist sie nicht reif. Was soll's, dann haben wir was dazugelernt, dann lassen wir nächstes Jahr einfach länger reifen. Auf jeden Fall müssen wir es ja irgendwie erfahren. Was nutzt es, wenn es einem keiner wirklich sagen kann? Von daher werden wir es jetzt einfach machen. Wir haben es gemacht. Wir haben es gemacht, die Ananas ist geköpft. Ja, die Pflanze selber lassen wir jetzt erstmal weiter wachsen, auch um zu gucken, ob aus dem Blütenstiel hier noch was herauskommt oder ob die Pflanze einfach nur von unten die Kindel jetzt größer macht. Es sind ja schon einige Kindel dran. Also Pflanze, du darfst weiter wachsen. Und in der Zeit werden wir jetzt mal diese Ananas hier erstmal vermehren, würde ich sagen. Schauen wir mal, ob uns das so gelingt wie bisher auch. Das Ganze ist eine etwas pieksige Angelegenheit. Also nehmen wir jetzt die Hand und fahren über die Blattschuppen und greifen sie dabei. Vorsichtig, das Ganze piekst wirklich, das muss man ein bisschen üben. So, wir kennen das ja. Left, right, left, right. Ups. Oh, das geht aber ganz leicht hier, würde ich mal sagen. Oh, guck mal, Gewinn abgeschraubt. Ja, Schritt 1 ist getan zur Vermehrung der Ananas. Jetzt müssen wir gleich hier die Schnittstelle nachschneiden, ein paar Blätter abmachen. Und ich würde sagen, das machen wir jetzt als Erste, vielleicht am besten sogar in der Einstellung hier. Jetzt ist ab. Oh, ja, interessant, interessant. Jetzt haben wir natürlich hier schon einen Kindle. Also, ich will mal gucken, wie ich das jetzt in der Einstellung hinbekomme. Ziehen wir doch einfach mal die Blätter unten ab, nach und nach. Ja, jetzt ist die Frage, pflanzen wir ihn mit dem Kindle ein oder ohne? Aber ich würde sagen mit, denn der Kindle scheint mir noch etwas zu klein. Ich werde auch noch ein paar Blätter vorsichtig abziehen hier. Oh, ja. Doch. Oh ja, hier kommen noch mehr Knospen, kann man das sehen hier? Dort unten ist noch eine kleine Knospe. Ja, jetzt muss ich ein bisschen vorsichtig hier sein. Da sind noch mehr Knospen. Alter Schwede, kann man vielleicht schon nicht so richtig erkennen. Doch, doch, das geht. Da unten sind also noch mehr Knospen. Ich gucke mir das jetzt gerade mal selber etwas genauer an, um zu gucken, ob wir den so schon einpflanzen können. Ja, das wird eine interessante Sache. Wir haben jetzt hier den Schopf und hier unten haben wir jetzt ja tatsächlich jede Menge neuer Knospen, wie man sehen kann. Also die ganzen weißen kleinen Punkte hier, das sind alles ja im Prinzip neue Pflanzen, keine Wurzeln, wie wir es bisher so gewohnt sind. Und wir haben jetzt hier oben noch den Fruchtansatz, beziehungsweise von dem Stiel, und den schneiden wir jetzt vorsichtig ab. Ja, und somit haben wir die Pflanze eigentlich schon vorbereitet. Und das Ganze tauchen wir jetzt einmal in Holzkohle, um das Ganze ein bisschen zu desinfizieren. Und dann lassen wir die Pflanze erstmal eine Zeit lang antrocknen, damit die Schnittfläche hier trocken wird. Und dann überlege ich mir, ob wir ihn direkt einpflanzen oder erst ins Wasser. Da bin ich mir gerade selber noch nicht ganz schlüssig bei so einem kleinen Pflänzchen. Naja, klein ist er nicht, aber das hier unten, das ist alles doch recht klein. Von daher wird die Entscheidung nicht so einfach fallen. Die Schnittfläche werden wir jetzt feucht noch in Holzkohle tauchen. Also richtig schön einreiben die ganze Schnittfläche. Ein bisschen hin und her reiben das Ganze, damit wir das desinfizieren können. Und jetzt lassen wir halt die Schnittfläche antrocknen. Und bei gegebener Zeit stellen wir ihn dann, ich denke mal, doch erstmal ins Wasser. Kommen wir jetzt zu der kleinen süßen Ananas. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, sind dort auch Samen drin? Natürlich auch, wie sie schmeckt. Wir haben jetzt hier, muss gerade mal gucken, das war unten, wo sie abgebrochen haben, und das war oben, wo wir den Schopf abgedreht haben. Und hier oben fangen wir jetzt an und schneiden uns einfach mal eine Scheibe ab. Wenn das so einfach geht, schauen wir mal. Ja, das klappt schon mal ganz gut. Sieht innen drin sehr gut aus. Schneiden wir uns noch eine dünne Scheibe ab. Relativ dünn. Mal gucken, ob wir die gegen das Licht halten können dann. Das würde mich jetzt doch interessieren. Also Konsistenz ist richtig cool. Ja, ich würde sagen, halten das mal eben kurz gegen das Licht. Das ist jetzt gar nicht so einfach, ehrlich gesagt. Ein bisschen überraschend. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob das hier ein Samen ist. Also sowas in der Richtung ist dort einiges drin. Ich habe das schon mal versucht auseinander zu fummeln, aber wirklich was sehen kann man dabei nicht. Ich warte erstmal ab, wir schneiden die mal kurz nochmal auf. Ja, das sind diese Samenkammern. Also dort ist was drin, aber es ist noch nicht genau definierbar, ob das nun wirklich auch richtige keimfähige Samen sind, weil das ist alles so mehr so ein Geknorpelzeug. Flupsch! Ist jetzt auch noch alles glitschig.
Ja, also kann man schlecht beurteilen, ehrlich gesagt. Das scheint eher alles mehr oder weniger so ein Knorpel-Knims-Knumpf-Knams zu sein. Ist hier irgendwas zu erkennen? Kein typischer Ananasgeschmack. Leicht säuerlich. Gucken, ob ich hier mal reinbeißen kann. Nee. Also der Hit ist es nicht zum Essen. Zur Zierde auf jeden Fall im Zimmer, aber zum Essen dann eben doch nicht. Naja, schade. Ja, wir lassen die Laune nicht verderben durch das Ergebnis. Die Ananas war uns ein treuer Freund in vielen Filmen und hat hier gestanden, ist jetzt leider geköpft worden und das Ergebnis war sehr niederschmetternd. Relativ. Also gut, dass man sie nicht essen kann, dass es nicht besonders schmeckt. Und vor allen Dingen, es ist ja nur so, da ist nicht viel Frucht dran. Das ist also alles nur Knorpelzeug durch die ganzen Blütenkammern. Von daher, und mit den Samen, das ist tatsächlich auch nichts. Es ist also alles nur Knorpelzeug, mehr ist das nicht. Schade eigentlich, aber was soll's, wir haben etwas gelernt. Erfahrung ist, wie gesagt, durch Machen, selber machen. Am einfachsten und am besten und vor allem, wenn man es dann auch noch im Film sieht. Ja, schade drum, aber nichtsdestotrotz werden wir natürlich unseren Steckling hier, unseren Schöpfling oder wie man immer das nennen möchte, einpflanzen. Ich habe das rausschneiden, also das Aufschneiden sogar in Kurzfassung gemacht, weil mir das zu lang wurde, weil ich da doch enttäuscht von war. Naja, so, dann ganz kurz, Kapok. Hier haben wir das Kapok-Bäumchen. Das sieht sehr schön aus. Allerdings bekommt es trockene Blätter teilweise. Den Grund dafür weiß ich. Und zwar ist das, er steht bei uns im Wohnzimmer, dort ohne Heizung. Also im Wohnzimmer schon Heizung, an dem Fenster, wo er steht, ist keine Heizung. Und er steht auf einer kalten Fensterbank und bekommt dort auch sehr wenig Licht. Wir haben noch einen Baum davor stehen. Also das ist jetzt tatsächlich so, dass wir den jetzt wärmer stellen, dass er also mehr Wärme bekommt und auch mehr Licht, damit er sich besser entwickeln kann. Also Kapok-Bäumchen, die sind richtig, ja, wie soll man sagen, Kältezicken. Ja, kann man so nennen, Kältezicken. Also sie mögen es nicht kühl. Draußen hatte ich auch eine stehen und die ist schon bei 10 Grad kaputt gegangen. Das hat er auch nicht gefallen. Von daher, also Kapok braucht es wirklich warm. Ach, das dazu kurz. So. Ich hoffe, euch hat es gefallen, auch wenn das mit der Ananas jetzt nicht so toll war. Und wir sehen uns in einem der nächsten Filme mal wieder. In dem Sinne, euer Detlef Römisch. Ja, und viel Spaß mit euren Sachen und was ihr sonst noch so macht. Aber nichtsdestotrotz, die Ananas ist eine richtige schöne Augenweide im Zimmer. Und ja, sie braucht auch nicht direkt am Fenster stehen. Man kann sie tatsächlich auch im Raum, wenn der Raum relativ hell ist, im Raum hinstellen. Das haben wir jetzt auch gemacht die ganze Zeit. Also sie stand nicht immer am Fenster, sondern stand eigentlich hier im Zimmer mal da, mal da, mal da. Gerade da, wo ich es halt abgestellt habe. Und es ist hier scheinbar nicht schlecht gegangen bis jetzt. So, bis denn. Ciao, ciao.